Allein mal die Rache Luxemburg aus 1991 gegründet ging und hat im Jahr 2000 das Statut Utilität Publique erhalten. Das Hauptziel von Allein ist, Menschen mit den raren Erkrankungen und auch ihre Familien so zu helfen, dass ihre Lebensqualität kann verbessert gehen und dass sie auch neue Lebensprojekte können aufbauen. Die Schwächung von einer raren Erkrankung, wenn es Männer wie 5 auf 10.000 Leute betrifft. Das Krankheiten haben meistens einen degenerativen, progressiven Verlauf. Und 80% von diesen Erkrankungen sind auch genetisch bedingt. Das heißt, ganz viel kann sie betreffen. Es sind geschaut 7.000 verschiedene Krankheiten, im Moment schon registriert. Europaweit wird geschaut, dass ungefähr 5% von der Bevölkerung von einer raren Krankheit betroffen sind. Das heißt, heute zu Lützeburg wären es dem nur 30.000 Personen. Challenges, wo wir alle Gute nach vorne haben, als zum Beispiel Diagnosezeit. Die Diagnosezeit ist noch immer 4 Jahre. Access zu Tratamenten, Access zu Informationen, gute Adressen, Center d'Expertise. Und Access auch zu Medikamenten. Medikamente, Forschung ist noch immer etwas Rares. Zu Lützeburg, aber auch europaweit. Im Moment haben just 5% von den Betroffenen Access zu efficacen Tratamenten. Notre service de consultation est composé de psychologues et d'assistants sociaux. Grâce à eux, nous travaillons en binôme dans une équipe interdisciplinaire et donc nous pouvons offrir aux gens un soutien social pour tout ce qui concerne les démarches administratives, toutes les questions liées au domaine de la santé, au domaine de la scolarité, au milieu professionnel. Les psychologues peuvent prendre en charge la personne et ou sa famille pour un suivi psychologique ponctuel ou à court terme ou à moyen terme. Donc au Luxembourg, on estime qu'il y a environ 30 000 personnes qui seraient concernées par une maladie rare. Ici à l'Allein, en 2019, nous avons pu soutenir environ 400 familles et ça représentait environ 200 maladies différentes. Neben dem Beratungsdienst, wo betroffene Menschen können psychologisch, administrativ und sozial geholfen kriegen, wo wir auch eine Reihe Freizeitaktivitäten, die wir planen und die wir anbieten für die Leute, die interessiert sind, wo sie können sich etwas Gutes undoen und aber auch mit anderen Betroffenen austauschen. Das ist zum Beispiel Yoga oder Schwammaktivitäten, die man dann auch an einen spezifischen Kader proposieren, wo sie geschützten Encadrement für professionelle Leute. Dann haben wir aber auch ganz viel Arbeit am Bereich Sensibilisierung, Information und Leute da draußen, aber auch Politiker, Institutionen, mit denen wir auch zusammen schaffen. Und dann ist auch die Equipe von Allan an vom CR ganz stark involviert am nationalen Plan für Krankheiten, wo wir an den verschiedenen Arbeitsgruppen mithelfen und dann die Ziele bis 2022 helfen umsetzen. Allein ist es schwer. Zusammen sind wir stark.